Hallo und willkommen zurück zu Legends of Eisenwald. Und wir schauen jetzt gerade mal, wie es unserer Gruppe noch geht. Und ob wir hier konnte man heilen, oder was? Wir haben aber auch noch Krams. Jägerhut mit Hinterhalt. Holla. Der dürfte dann auch wohl besser sein als das Ding. Was ja jetzt nicht unbedingt das Jäger-Item war. Den können wir auch noch ausrüsten. Das hier war nur mittelschwer. War das nicht sogar auch ein Hunter-Item? Fernkampf-Angriffswert, genau, aber kann von denen jetzt niemand tragen. 7,7 plus, ne, minus 15, ne? Minus 15. 5,4. Stabiler Helm. Ja, ne. Das ist natürlich schon nochmal ordentlich zusätzliche Rüstung. Und dann können wir den wem anders reindrücken. Dem da. Speer. Also, da hat man den noch. Wobei ich auch mal schauen muss, wie lange ich die denn noch halte, die Typen. So. Großschild, Großschild. 7, 8, da plus 1. Ja, es war dieser Austausch zwischen stabiler Rüstung oder plus 1 Schaden. Halt mal so. Den Helm konnte jetzt noch niemand verwenden. Okay. Außer der. Aber dem ziehe ich jetzt nichts an, weil ich nicht weiß, wann er wieder geht. Der könnte natürlich auch dann irgendwann. Der kann eine Mittelschwere anziehen. Dann müssten wir den ja eigentlich mal abändern. Aber magische Regeneration ist halt schon ganz cool. Wobei der natürlich ja auch den Vampirschlag hat. So, ziemlich perverses Ding. Gut. Dann werden wir die anderen Gruppen ja auch noch vernichten. Die haben keinerlei Schützen dabei. Ach man. So. Den können wir aber einmal bewegen. Den erstmal dahin und dann darüber. Und die müssen hier möglichst schnell aufräumen. Aufladen. Dann da gleich rein. Der wäre Matsch. Den können wir 63 Schaden machen. Holla.
Dann machen wir das. Ah, müssen wir halt den Schaden von ihm einstecken. Geht schon. Abwarten, abwarten. Ja, es passt. Der hat Schild angemacht. Die vermöbeln den. So. Einmal heilen. Jetzt können wir an der Schützen was umpusten. Mit 9. Wahnsinn. Den können wir umschießen. Ah, wir müssen den angreifen. Ja, machen wir das. 35. Ja, vielleicht kriegen wir den so tot. Autsch. Viel Schaden machen die jedenfalls nicht. Lalalala. Schnipp, schnapp. Schön. Die machen wir auch kaputt. Da entkommt niemand. Wo wir hier einmal am Wüten sind. Ist der Geist. Wenn wir den da hinstellen. Das ist wahrscheinlich sogar das besser. Oder? Nee, machen wir mal so. Und den greifen wir direkt an. Oh. 28, das reicht da noch nicht. Aber beim nächsten reicht es. Der da ein Schild. Danach ist der und er kann direkt den Armbrustschützen kaputt schlagen. Oder der. Beide dann. Naja, wobei, der muss dann wahrscheinlich dahin laufen. Nee. Ja. Nicht so elegant. Thank you.
Angriff. Heilung. Aber gut, die haben jetzt schon nicht mehr die geringste Chance. Na komm, töten wir den. Das macht aber eigentlich keinen Unterschied. Die jetzt eh aufgeben werden. Machen wir da noch ein bisschen Schaden, Erfahrung sammeln. Bevor wir den jetzt umkloppen und die aufgeben. Der kann da nicht durch. Wir wollen aber auch nicht aufgeben. Einmal heilen. Ach so, weil das ein Turm ist, können die nicht aufgeben. Haha. Na gut. Quatsch. Okay, na gut, das ist jetzt ziemlich nichtig, was wir da bekommen. Dann kommt niemand. Viele Bogenschützen. Ach so, ich wollte mal was ausprobieren. Ob die Bogenschützen normal schießen, wenn ich den Geist dahin stelle. Jetzt mache ich einfach mal überall abwarten. Dann gucken wir mal, was die Bogenschützen machen. Und dann lade ich wieder, weil das hier natürlich Kappes ist. Ja, der Geist macht da nämlich gar nichts. Ich glaube, das macht nur was aus. Entweder kann das der Geist nicht machen oder man muss vor dem stehen. So, mal gucken, ob wir den... Naja, damit haben wir sie ein bisschen schneller erwischt. Naja, komm schon. Die Sperrträger müssen wir natürlich möglichst schnell kaputt machen. Also die Waffen wir erstmal. Und dann blocken wir die wie üblich ab. 82, sehr schön. Wir könnten auch den töten. Nee, machen wir mal von oben. Schlurp. Aufladen. 37. Warten. Zehn, dann schießen wir den auch jetzt direkt weg. Abwarten, abwarten und abwarten. Ja, auf die können sie ruhig schießen. Das ist mir ziemlich Wumpe. Ah.
Was hatte der für eine Waffe? Der hat eine Axt. Greift ihr den Plattenträger da unten an. Dann würden die anderen da noch weniger Schaden machen. Die Axt, die betäubt. Das ist schon ein nettes Gerät. Da ist im Moment ja nichts zu machen. Machen wir hier eine kleine Sprengung rein, würde ich sagen. Oder da. Das ist vielleicht sogar noch besser. Rubido! Nur 33. Okay, aber der mein Schütze ist jetzt dran. Danach kann der reiten. Und dann macht er mehr Schaden, wenn wir den weghauen. 61. Ah. 55. Damit ist der auch weg. Dann kann er nochmal töten. Ist der auch weg. Der kann noch nicht. Das war natürlich ein bisschen verschwendet. Passt. Zurück. Händler zählt. Was habt ihr denn Schönes? Plus 30% Initiative. Aber ansonsten eher nichts. Ich glaube, das ist wieder Normalpreis. Habe ich gerade irgendeinen Trank verkauft, oder? Das System ist halt sehr seltsam mit dem nach oben Dingensen. Passt. Dann Armeelager. Söldnerlager. Lage des Scharfens. Da sind schon sehr fiese drin. Da ist es gut, wenn wir die jetzt kaputt machen. Statt ohne den den Typis. Stellen wir zuerst den Geist dorthin. Aha. Den haben wir direkt getötet. Das ist schon mal gut. Das wird für die sehr schmerzhaft werden. Wir könnten da jetzt drauf, dann würdet ihr auch mit dem Kolben draufschlagen. Wir könnten auch den erstmal abwarten. Der macht nicht so viel Schaden, der verringert bloß die Rüstung. Machen wir aber. Das ist schon mal gut. Ja. Schießt ruhig auf den. Warten. Der ist in Verteidigungshaltung gegangen.
Dann greifen wir wahrscheinlich besser den an, oder? Lalalala. Wirklich verletzt ist niemand. Wir könnten die explodieren lassen. Machen wir da. Bam. Der tötet den. Da hält sich an dem. Schütze. Schieß mal da drauf. Kommt nicht durch. Au. Sprengung. So, haben wir das Lager auch kaputt gemacht. Oh, noch eine Gruppe. Na, die ist aber auch sehr dünn. Gefährlich sind nur die beiden, die auch direkt rankommen. Wenn ich denen da aber einen Geist hinstelle, dann müssen die den Geist angreifen, beide. Das heißt, wenn der Kampf jetzt mal losgeht. So. Ja gut, der kann nichts anderes tun. Sehr schön. Na, nur 74. Gut, aber dann kommt dann wer anders an und schießt ihn tot. Beziehungsweise der Geist kann das nächste Runde machen. Da brauchen wir auch gar nichts mehr sonst aufladen. Aufladen. Gut, damit können wir seinen Schaden reduzieren. Der kommt da leider nicht durch. Passt. Wunderbar. Stomp, 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 stomp. Wir könnten... Einmal den mal.
Den können wir einfach erschießen. Oder wir erschießen den, der passt genau. Ich greife den sogar an. Der ist jetzt sowieso weg. Aua! Gut, der wird jetzt wahrscheinlich umfallen. Ne, der andere zieht auf. Dann haben wir bloß einen mit Wunde, das geht ja noch. Aha. Huibu. Und weg ist er. Amulett. Armeelager. Dann haben wir da noch eins und da noch eins. Das hier ist aber neutral. Da haben wir ein paar. Dem geht's nicht mehr so gut. Aber es ist noch gut genug. Muss reichen. Es sei denn, das sind jetzt hier auch nochmal zwei Kämpfe, dann reicht's wahrscheinlich nicht. Wieder wie üblich an. Da gehe ich direkt nach vorne. Schön. Der muss abwarten. Der würde es dann auch. Ja, das war schmerzhaft. Der wird vermutlich jetzt auch totgeprügelt von dem anderen da hinten. Oder von dem. Aua. Das reicht. Der kriegt natürlich da auch noch Schaden durch. Machen wir lieber den. Bam. Jawohl. Der heilt sich jetzt schön. Da pieken. Und dann ist auch wieder Schluss.
Jetzt ist bloß noch die Frage, ob hiernach direkt noch ein Kampf kommt. Ne. Schön. Söldnerlager. Dirk, der Alchemist. Na gut. Dann werde ich jetzt meine temporären Begleiter wieder entlassen, also die beiden. Die haben ihren Dienst erfüllt. Altar. Nix. Zum schattigen Baum. Touren gehen. Dann gehen wir mal heilen. So, und dann noch dieses eine Dorf platt machen. Also kurz reinlaufen. Dann haben wir so ziemlich alles. Okay, das eine Armeelager ist wieder rot geworden. Sind das Bauern, die da reingelaufen sind? Nee. Warten wir mal die Zeit ab. Wieso wurde das rot? Da konnten wir aber, glaube ich, auch niemanden anheuern, oder? Die zählen als Burgen. Dann können wir den sogar auch noch rauswerfen. Moment. Ne, da kann man keine anheuern. Bevor wir den nochmal bezahlen, werfen wir den auch raus. You're fired!
Kräuterfrau. Jetzt wollen wir die mal mitschleppen. Komm. Tauschen wir die mal hier rechts aus. Da können wir auch noch eine Kräuterfrau holen, oder? Theoretisch. Bogenschütze machen wir anders. Ja. War es das wirklich so clever, den hier drin zu nehmen? Ich glaube nicht. Mal lieber den hier. Eine Lager haben sie wieder. Das war der coole Speer, die coole Axt. Die können wir schon ganz ordentlich ausrüsten. Bauern. Kaputt machen. Brauchen wir keinen Geist. Aber ist egal, nämlich trotzdem, oder? Na, zaubern wir mal den hier. 104 Schaden. Der wird jetzt den töten und kann dann direkt weiterreiten. Ja, wo kommen die Leute her? Schnibbel die Schnipp. Der Geist ist so lahm.
32. Okay. Unvergiftet. Lalalala. Bam. Die kommen mir irgendwie gerade sehr, sehr geschwächt vor. Explosion. Ja, komm. Muss ja auch irgendwo von leben. Lololo. Bams. Und zerhackt. Ich will aber jetzt nicht jedes Mal da neue Leute reinstellen müssen. Ah, jetzt hängt die Seuche wieder. Wir könnten natürlich jetzt auch da mal Leute reinstellen. Das mache ich auch. Ich stelle hier erstmal alle rein. So. Dann wieder zurück. Ich kann mal gucken, ob die... Ah, da sind jetzt Leute dazugekommen. Dann heuern wir die anderen auch noch an. Ja, komm. Besser als nix. Und wieder zurück. Hermann. Der greift jetzt die Burg an. Ne. Noch nicht. So, dann deponieren wir um.
Jetzt muss ich hoffen, dass ich zurück zur Burg komme, bevor der Typ da hinläuft. Ah, passt. Passt, passt, passt. Da müssen wir unten das Ding auch noch platt machen, natürlich. Wir sind vor ihm dran. Vom Ulrich. Und können den... Ja, der hat 110, das ist schon eine Menge. Wir setzen dem den Geist erstmal dahin. Dann weg. Und dann können wir mit dem Reiter auch noch ziehen. Der macht jedenfalls gut Aua. Naja, nee, der wird nicht gut Aua machen. Wir könnten das auf den setzen. Oder auf einen von den tapferen Recken, die hier unten jetzt reinlaufen werden. Kriegt ihr das? Sehen. Damit wird er aber nicht sterben. Das sieht gut aus. Segen. Was? Das ist Gift. Ja. Hoppla. Abwarten. Abwarten. Verdammt. Dann müssen wir den gleich halt wieder heilen. Oder wir machen den Kampf gerade nochmal und dann gebe ich dem den Buff. Dann müssen wir den auch nicht heilen. Also, der dahin. Dahin. Schnibbel die Schnipp. Abwarten. Okay. Sauber. Und jetzt können wir die hier umhacken. 24. Wenn wir dann da einmal mit dem Bogenschützen... Naja, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber die sind ja jetzt gleich alle nochmal dran. Der steht da eigentlich ganz praktisch. Noch 5.78 Schaden. Thank you.
Ein Kriegsross. Zuhören. Die wären mit den Pferden aber schon ein bisschen stark. Gucken, wer sich da jetzt versteckt hat. Irgendwelche Bauern? Ne. Ja, doch, eigentlich schon. Machen wir da hin und dann fliegen wir rüber. Die buffen wir hier die auch noch. Der kann den umhacken und den anderen dann auch noch angreifen. Die haben aber hier sonst, die haben eigentlich niemanden starken. Warten wir mit dem. Warten. Aufladen. Aua. Was war das Gift des Nib nochmal? Hält sofort eine zusätzliche Aktion. Das kann mir ziemlich wurscht sein. Dann heilen wir den. Nee. Den müsste man nächste Runde eigentlich tot bekommen. 15. Greifen wir lieber den an. Dann können wir jetzt eigentlich auch sprengen. Sind sowieso alle dann sofort tot. Aber eigentlich auch kein Unterschied, wo wir das mit dem machen. 60 Schaden. Ja, sogar noch Energie durchbekommen. 58, der stirbt nicht, aber wenn wir den angreifen, dann kriegen wir den tot. Und können den dann auch noch töten. Geschwungener Speer. Sehr schön. So. Also. Ach, den hatten wir jetzt auch noch. Also den kann die am besten nehmen. Plus 5. Der hat aber Ausweichen mit drauf. Jo. Frederick. Die beiden werden wir dann wohl übernehmen. Dann mache ich hier aber erstmal einen Schnitt und dann schauen wir beim nächsten Mal wieder in den Sumpf rein, nachdem wir hier oben jetzt für Frieden gesorgt haben. Bis zum nächsten Mal.